auf, oder? Ich denke schon. Oh, das trifft sich hervorragend. Mein Name ist Val und ich könnte wirklich gut Hilfe gebrauchen. Ihr habt sicher schon mal von Blut der Königin gehört, oder? Wisst ihr, ich habe neulich eine Partie davon gespielt und dabei eine sehr, sehr wichtige Karte verloren. Die brauche ich unbedingt wieder. Könnt ihr mir dabei vielleicht helfen? Gucken wir mal, was für eine Karte es gibt. Die einzige seltene Karte, die ich je besessen habe. Habt ihr noch Bock auf das Spiel? Oder wollen wir noch was gemeinsam zocken? Der Gedanke an die Karte hat mir Kraft gegeben, das durchzuhalten. Und dann kommt dieser Mistkerl und krallt sie sich einfach. Ich verstehe das nur allzu gut. Hab bis vor kurzem auch in der Bar gearbeitet. Ach wirklich? Ist kein Zuckerschlecken was? Ich mache mir nochmal was zu trinken. Nein, bei weitem nicht. Bei weitem. Wenn ich das könnte, würde ich euch dann... Ach so. Ich bin nur mal eine Null in dem Spiel. Ist leider so. Ach so. Die seltenen Karten von Blut der Königin werden ziemlich teuer gehandelt. Oh, wenn nicht sofort was unternommen wird, dann verkauft er sie sicher. So. Ich müsste eigentlich schon mal wieder Hogwarts Legacy weiterspielen. Wirklich? Oh, welch ein Segen. Ach so. Kannst du mir dein Können vielleicht einmal demonstrieren, bevor ich dir den Auftrag gebe? Ja, spielen wir mal eine Runde Karten, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das Spiel geht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ne? Ich finde dieses Spiel auch ganz komisch. Ich hab verloren. Ja, aber das Problem ist,
lass mal sehen. Bist du gewieft genug, um meine Chocobo- und Mogri-Karte zurückzugeben? Das Problem ist, dass ich halt nicht, dass meine Karten irgendwie so schlecht sind, dass ich, keine Ahnung habe, wie ich die legen soll. Ich konnte ja nur die Karten nicht überall spielen. Ich weiß gar nicht, woher man die kriegt. Ich glaube, man kriegt eine Partie und kann dann halt gewinnen. Der hat mich zugebaut. Der wird das Spiel jetzt machen, weil er seine Truppen irgendwo überall hinbauen kann. Na klar. Hä? Warum kann der mich dazu zubauen? Warum konnte der das? Total weird. Warum kann ich die nicht legen? Warum hat er eine Warum kann er eine Dreierkarte legen und ich nicht? Kann die ja nur da hinlegen, ist doch scheiße. Ich ziehe auch scheiß Karten. Ich meine, ich kann ja nicht viel machen. Das ist weird. Oh je. Also wenn du sogar gegen mich nee. Gewinnst du meine Karte nie zurück. Scheiß auf die Karten.
So ein Müll. Kräftemessen mit Wahl interessiert mich nicht. Wo ist denn jetzt? Meter dahin. Hä? Die Karte ist so unübersichtlich. Sprich mit Mildred, um mehr über den Auftrag zu erfahren. Oben die Karten, viel zu viele Symbole. Die lernen es auch einfach nie, oder? Die lernen es doch einfach nie. Und warum wird der eine Auftrag nicht auf der Karte angezeigt? Warum ging das eben nicht? Das hinterfrage ich nicht. Na gut. Naja. So, Mildred-Mäuschen. Ja. Seid ihr Freunde von Broden? Freut mich, dass ihr gekommen seid. Was sagt ihr? Ist sie nicht schön? Die Mühle stammt noch aus Zeiten der Republik. Sie unterscheidet sich grundlegend von allen Entwürfen Shinras. Ich werde alles daran setzen, damit sie sich wieder dreht. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Mir fehlt ein Bauteil des Innenkrühwerks. Das ist nirgendwo zu bekommen. Aber ihr werdet mir ja glücklicherweise helfen, das Bauteil zu beschaffen. Das ist nirgends zu bekommen, aber ihr kriegt das schon hin. Irgendwelche Fragen? What the heck? Naja, er... und ich sind sowas wie alte Bekannte. Als wir jung waren, sind wir zusammen losgezogen und haben uns die ganze Welt angesehen. Er ist dann bei Shinras Garde gelandet und ich bin eine Technikerin geworden. Das Bauteil selbst wird nicht mehr produziert, aber ihr solltet es herstellen können. Oh wei. Damit ihr anfangen könnt, braucht ihr einen Synthesechip. Der verrät euch die nötigen Materialien und dann müsst ihr sie nur noch einsammeln. Einfach, oder? Och nee. Er war einer der Final Fantasy braucht kein Crafting-System. Irgendwann haben sie ihn sogar bei einem besonderen Experiment mitmachen lassen. Ab da habe ich eine Weile nichts von ihm gehört. Als wir uns wieder trafen, hatte er Shinra schon den Rücken gekehrt. Was war das für ein Experiment? Tja, das hat er mir nie verraten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass seine angeschlagene Gesundheit eine Nachwirkung davon ist. Alles andere wäre schon seltsam. Er war schon bei einem Arzt, aber der konnte ihm auch nicht sagen, an was für einer Krankheit er genau leidet. Ich habe daher angefangen, nach alten Behandlungsmethoden zu suchen. Vielleicht gibt es da ja was, was hilft. Aber bislang leider viel an. Bin mal gespannt, wie du Dingsbums, wie du, Stellar Blade finden wirst, oh, Yuna, wenn wir das Erfolg. Ende des Monats spielen. Ich habe alles mit angehört. Für Informationen über die Republik analysiert bitte eine der Lebensquellen. Dadurch findet ihr nicht nur die Standorte der Synthesechips. Auch bei der Vervollständigung der Weltberichte wird es nützlich sein. Lass uns mit den Lebensquellen weitermachen. Von mir aus gerne. Wer weiß, wann uns dieses Wissen über den Planeten nochmal nützt. Oh, komm schon. Lebensquellen. Kann ich da nicht schnell reisen? Hier.
Also da fand ich Final Fantasy simpler und hat mehr Spaß gemacht. Zum Abschalten. In der Nähe soll ein Synthese-Chip vergraben sein. Ja. Schön, dass er was in Mann nehmen konnte. So. Cloud, dieser Synthesenchip, den ihr gerade gefunden habt, damit könnt ihr den Gegenstand herstellen, den Mildred sucht. Jetzt müsst ihr nur noch die Materialien finden, die man dafür braucht. Wenn ihr Schwierigkeiten bei der Lokalisierung der Zutaten habt, dann analysiert eine Lebensquelle. So. Ach, Tifa. Ist das Buggy? Da haben wir's. Rüstungsmodifikation, okay. Super, jetzt muss ich da noch irgendwas synthetisieren. Kupferarmreif. Synthesestufe 3.
Synthese Stufe 4 ist klar. Quetzalcoatl-Kralle brauche ich. Gibt es hier so ein Kompendium? Dieses Drecksvieh, ey. Ich habe keine Ahnung, woher man diese scheiß Kralle kriegt. Ich meine aber... Krämerladen... Weiß ich halt nicht. Dafür... So, über die Brücke und dann nach rechts. Kann mir mal jemand erklären? Überall, wo ein Marco wäre. Erzähl schon, was ist los? Akira, der Megastar aus Kalf. Auf diesem Marco. Oh. Ja, hey! Willkommen in meinem bescheidenen Laden. So, Frau Dicktitte, kann ich bei dir auch irgendwas verkaufen? Wie zum Beispiel... Das da kann ich verkaufen. Karten und Materia, aber nicht das, was ich brauche. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Nur beste Qualität. Billiger wird's nicht. Willkommen. Anschlagbrett. Hier ist Chatley. Das mit der Synthese ist auch noch so nervig. Das ist alles nur Zeug, um das Spiel zu strecken. Donnerdrachen. Ein Donnerdrachen. Wollt ihr mich verarschen? Finde ich denn hier einen Donnerdrachen? Ja, das kannst du auch schön vergessen. Verlorene Karte, Stufe... Oh, Stufe 22. Ja, klar. Kann ich die Aufträge auch einfach nicht anzeigen lassen? Ich kann nur eins priorisieren.
Das ist doch scheiße. Das bedeutet, ich kann meine Karte gar nicht anpassen. Und die wird hier ständig irgendwie mit Symbolen... Oh. Eine richtige Noob-Fehler, ey. So. Ich verstehe das nicht, warum. Also, ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Aber für die Chocobos sollte es kein Problem sein. Vertrauen wir ihnen einfach, ja? Cloud, hast du in der Nähe schon hübsche Erzgesteine entdeckt? Ja, da bin ich gerade hingegangen. Man nennt sie Leitsteine. Sie führen Wanderer zu einem Schrein in der Nähe, der für eine Esper errichtet wurde. Man muss einen Leitstein zerstören, um sein Licht freizusetzen. Zögere also nicht, ihn kaputt zu machen, sobald du einen von ihnen entdeckst. Was kann ich? Licht. Es wird dich zum Schrein einer Esper führen. Sie existieren an den verschiedensten Orten. In den Schreinen sollen sich riesige Kristalle befinden. In ihnen ist das Wissen über die jeweilige Esper gespeichert. Die Untersuchung dieser Heiligtümer kann bei der Verstärkung der Beschwörermaterie helfen. Ich hoffe, du findest sie. In den Graslanden soll es einen Schrein für Titan geben. Als Titan nach langer Zeit der Versiegelung unter der Erde erwachte, hatte das ein gewaltiges Erdbeben zur Folge. Große Landmassen erhoben sich aus dem Meer und formten die Graslande, wie wir sie heute kennen. Also den Titan, den ich kenne, der hatte nicht viel zu melden mit der Erschaffung. Ich habe wieder ein Problem, dass ich ein Spiel wegen 2-3 Mechaniken nicht wirklich mag. Mir fehlt so ein bisschen das Skillsystem aus Final Fantasy VII. Esper-Kristall untersucht, öffnet sich die Esper-Matrix. Schau sie dir genau an, merk dir, wann du welche Tasten drücken musst. Diese Matrix verschwindet, sobald du mit der Analyse beginnst. Drück aus dem Gedächtnis her. Oh, wei. Oh, komm schon. Ja, Titan ist immer der Steinkoloss. Also das hat Final Fantasy tatsächlich immer gleich.
Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Super. Dann ist das doch schon auch schon mal erledigt. Da vorne. Sephiroth. Wirklich? Komm schon. Ich glaube, das ist nicht Sephiroth. Oh, komm schon, komm raus aus deinem Loch, du Lappen. Nimm das. Also, ich sehe kein Sephiroth. Ich auch nicht. Re-Onion, ja, ja. Machst du da jetzt gerade Schleichwerbung? Oh, komm schon, wirklich. Ja, Re-Onion. Schleichwerbung fürs eigene Spiel. Im Spiel. Im gekauften Spiel. Um zu verstehen, warum der Cloud halt so Probleme hat. Mit Sephiroth musste man, glaube ich, wirklich Dingsbums nicht nur Re-Onion spielen, sondern auch, also das, was wir auf der Switch gespielt haben, sondern auch das 7er Remake. Dann los. Was ist hier los? Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Ja, abbauen. Oh, komm schon. Stark resistent, wirksam Eis. Immer noch hungrig aus. Eiskalt. Und weiter. Oh, komm schon. Auf jeden Fall.
Oh, fick dich doch, was soll denn das? Es ist ein Storyboss. Alter, was soll denn das? Die Opfer umsonst. Alles meine Schuld. Hä? Das ist ein Storyboss, das ist noch nicht mal. Oh, komm schon. Markt. Ja, ist okay. Ein Storyboss, der jetzt schon so stark. Das kann doch nicht sein. Irgendwas läuft da falsch. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Dann los. Zu nachlässig. Oh, komm schon. Darf jetzt nicht schlapp machen. Ich gebe nicht auf. Ja, mein Schaden ist einfach ein. Ist einfach ein Witz. Das war's dann. Ja, natürlich. Oh, fick doch deine Mama ins Knie. Wund, ey. Den Kopf angreifen. Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Ja! Lass das beenden. Alles im Griff. Kommt nicht wieder vor. Synchro-Fähigkeiten funktionieren halt einfach nicht. Neuer Plan.
Ich helfe dir. Nicht aufgeben. Das ist doch komisch. Sobald ein Gegner Feuerangriff hat, bist du gefickt. Alter, was soll das für ein Müll? Das System ist einfach viel zu broken, allein dafür, dass es so komplex ist. Oh, komm schon, wirklich. Ich verstehe es nicht. Nee, das hat damit nichts zu tun. Es kann doch nicht sein, dass ich so wenig Damage mache und ich nichts steigern kann. Zu nachlässig. Es hagelt. Schluck mit lustig. Keine Chance. Den Kopf anhalten! Aber aufpassen, sieht immer noch hungrig aus. Mein neues. Ist das beenden? Oh, komm schon, kann ich den Scheiß nicht skippen? Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Ich darf nicht. Regan?
Ist doch schwul. Sind die nicht eigentlich für Kids? Ja klar, natürlich. Das hat nichts mit Kids oder sowas zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass sie das Spiel schwer machen wollten. Und ich habe so das Gefühl, dass alle größeren Spiele immer so meinen, ja, wir machen jetzt einen auf Elden Ring. Es gibt halt nur einen großen Unterschied. Bei Elden Ring, wenn du einen Kampf verkackst, kannst du den zu einem anderen Zeitpunkt neu machen, indem du dich halt hochlevelst. Und das kannst du halt hier nicht. Oder das Spiel greift halt auf Mechanik zurück, die dir das Spiel unglaublich einfach machen. Und wenn du diese Mechanik nicht beherrschst, hast du halt ultra Pech gehabt. Und das ist halt die Schade. Das ist halt die Scheiße. Bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie... Kommen wir jetzt besser dran? Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Was? Oh nein! Kann sein, dass du nur so... Dass du... Kann doch nicht sein, dass du... Dass nur du solche Probleme hast. Gefühlt bei jedem modernen Spiel kommst du zu genau den gleichen Problemen. Ja, mach's besser. Zeig mir, wie es besser geht. Mach's besser. Ich will, dass du es besser machst. Und es mir beweist. Ja, dann hör auf, Reden zu schwingen, wenn du es nicht besser kannst. Kann ich das nicht bewerten? Wusstet ihr das? Ich hab das Spiel doch. Ah ne, ich habe jetzt die Deluxe Edition. Ich halte das so für einen Müll.
Ja, du musst. Ich glaube, du bist einer der wenigen mit diesem Problem. Du musst bei Final Fantasy halt bedenken, du kriegst allein schon 15.000 positive Bewertungen, weil du, weil es Final Fantasy 7 ist. Das ist bei solchen Spielen immer das große Problem. Ja, mein Niveau ist ja ganz gut. Für absolute Profis, hä? Also dementsprechend, das sind ja alle absoluten Final Fantasy Fanboys. Es wird in meinen Augen nicht mehr richtig nach Gameplay in alles bewertet oder sonst was. Wird, ja. Wenn du Final Fantasy 7 schlecht bewertest, bist du einfach ein Affe. Bist du einfach ein Ich Depp. glaube, wir haben es bald geschafft. Dann los. Ja. Ja. Davon bin ich überzeugt, dass das bei über der Hälfte der Bewertungen so ist. Grafik und Story. Ich mache immer noch nicht mehr Schaden. Ich mag halt keine Spiele, wo du halt, wie gesagt, gewisse Mechaniken, also wenn ich hier wahrscheinlich kontern, sobald man ein Spiel kontern kann, ist das das 9 plus Ultra. Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Jetzt gebe ich alles. Muss das beenden.
Oh, so ein Müll, ey. Ist er weg? Oh Mädels, ist euer Crush abgehauen. Das wird nie erklärt, warum Sifroth ständig... Keine Ahnung. Das ist der Sephiroth. Er ist eigentlich ein Böser. War mal ein cooler Dude. Letzte Woche hatten wir den gehabt im Stream. Da haben wir das ja erfahren. Hallo. Ich bin's, Eris. Eris. Es geht dir gut. Ein Glück. Und Sephiroth? So unglaublich stark. Die da verfolgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Ja, Eris, du gehörst ja auch zum alten Volk, Mädel. Genau wie Sephiroth. Also ich brauche meine Chocobos jetzt gar nicht mehr. Gut. Ist Sephiroth hier? Keine Ahnung. Gefährlich sieht's auf jeden Fall aus. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch. Jo, ebenso. Cloud, bring uns da durch. Mach 2000. Nicht genug fürs Premium-Programm, nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja, Cloud? Gehen wir. Seid da drin vorsichtig. Ich versuche eigentlich mit beiden zu flirten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist die Eris ein bisschen... Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Ein extrem hartes Metall. Und wunderschön. Volle Punktzahl für beide von euch. Genauso wie meine Eier. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden.
Ein bisschen kenne ich mich aus. Schließlich habe ich früher im Bergbau gearbeitet. Edelmetalle sind sowas wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mithrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wäre es wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft. Seid eigentlich interessant. Wir haben ja Re:Onion gespielt, also Crisis Core auf der Switch. Und da war die Aeris eigentlich die Freundin auf Materiaverfeinerung. Vom Wirklich? Vielleicht. Zack. Und Zack war ja unser Mentor. Und kaum ist der weg, flirten die jetzt alle mit unserem Blonden. Ich hätte gerne etwas, was... Ich brauche Elixiere oder so. Das ist so ein... Fernkampfklinge. Für im Team ein Fernkampf... Das ist doch so Quatsch. Ich will einen ordentlichen Skillbaum haben. Wo drin steht, ja, der kriegt jetzt Verteidigung, der kriegt jetzt Stärke und so ein Kram und nicht so ein Müll, wo keiner durchblickt, was macht jetzt was. Waffenstufe 3 brauche ich dafür. Das ist doch Quatsch. So, heilen wir uns mal.